Stellt euch vor, Russland erklärt euch den Krieg, aber kümmert sich nicht um seine Gefallenen und benachrichtigt noch nicht einmal die Familien der eigenen Soldaten. Genau das passiert gerade in der Ukraine. Die Ukraine nutzt daher künstliche Intelligenz, um die Gefallenen selbst identifizieren zu können und den Familien Bescheid zu geben. Aber nicht nur dafür. Mittels künstlicher Intelligenz filtert die Ukraine zum Beispiel auch aus abgehörten Telefonaten jene heraus, die Kriegsverbrechen belegen könnten oder im Informationskrieg nützlich sind. Noch sind diese KIs fehleranfällig, aber Armeen auf der ganzen Welt forschen daran, künstliche Intelligenz zu verbessern, um letztlich eine sogenannte starke künstliche Intelligenz zu entwickeln, die Kriege anstelle des Menschen kämpfen kann. Ist künstliche Intelligenz schon so weit, dass sie den Ukraine-Krieg entscheiden kann? Und welche Rolle wird sie in künftigen militärischen Auseinandersetzungen spielen? Das beantworten wir in unserem neuen Video, zu finden unter nzz.ch/video.